Servus Whisky-Freunde, herzlich willkommen zum Sonntagsvideo. Ja, heute geht's, wie die Kenner bereits gesehen haben, um Diageo Special Releases. Es geht jetzt nicht explizit um die Flaschen, die dienen einfach nur als Anschauungsobjekte. Es geht um die Diageo Releases von 2022. Die wurden jetzt ja kürzlich auf einigen Blogseiten angekündigt. Und ja, ich habe mir das durchgelesen und ja, habe gesehen, was kommt, habe gesehen, was das Zeug kosten soll und habe mir jetzt ein bisschen die Mühe gemacht, da ja die angegebenen Pfundpreise, die variieren ja, die werden dann in den deutschen und Schweizer Märkten, werden die Preise nicht gleich sein, die können da schwanken. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was rausgeschrieben, in der Schweiz habe ich noch keine gefunden. In Deutschland vom bekannten Whisky-Händler, den wir alle kennen, habe ich mal ein bisschen nachgeschaut, was dort für Preise aufgerufen werden für die jeweiligen Flaschen. Ich habe mir hier auch ein paar Notizen gemacht. Ich möchte ja ein bisschen zeigen bei den Flaschen, die ich für mich rausgepickt habe. Das sind die, die mich interessieren würden und die zeige ich euch jetzt kurz schnell in einem Durchlauf. Ja, ihr habt gesehen, welche Flaschen es sind. Es geht um den Mortlach, den Talisker, den Lagolin, den Cameron Bridge und den Kleinlisch. Das sind die Flaschen, die mich grundsätzlich interessieren würden aus dieser Serie. Gleich vorab, ich werde mir keine einzige davon kaufen, weil ich im Moment ja mein Lager ein bisschen abbauen möchte und ich mit den Preisen im Moment einfach halt nicht einverstanden bin. Gerade jetzt wo die Preise bekannt wurden für diese Diageo Releases. Die waren alle auch nicht wahnsinnig billig, aber die spielten damals schon in einer anderen Liga. Wie jetzt, was in den letzten zwei Jahren abging, was Preisanstieg anbelangt, haben wir alle mitbekommen. Bei den letzten Videos wurde ich von zwei Leuten gefragt, ja, was empfiehlst du denn oder was heißt denn für dich ein gutes PLV in der heutigen Zeit? Dann habe ich geschrieben, ich werde am Sonntag auf diese Frage ein bisschen eingehen. Und das werde ich jetzt auch machen, weil ich habe jetzt bei diesen fünf Flaschen, die ich rausgesucht habe, habe ich im Prinzip die Angaben der Flaschen genommen, ein bisschen aufgeschrieben, die Preise, die aufgerufen werden von den Händlern. Was gibt es alternativ? Da kann ich euch jetzt schon sagen, da gibt es für drei habe ich Alternativen gefunden. Für die einen zwei wird es ein bisschen schwierig, aber das werdet ihr jetzt sehen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Mortlach an. Die Flasche werdet ihr hier sehen. Ja, wir haben als erstes, was mir gleich aufgefallen ist, wir haben hier einen Nas Whisky, einen No Age Statement Whisky von Mortlach mit 57,8%. Dann haben wir Refill American Oak, Virgin Tawny Port und Red Muscat Seasoned Casks. Gut, wir haben hier ein Potpourri an Fässern. Wie der sein wird, kann ich mutmaßen, vermutlich mit gehörig Dampf, mit schönen Fruchtnoten etc. Aber wie gesagt, kein Alter, es ist kein Single Cask und ja, der aufgerufene Preis für diese Flasche bei der Ankündigung beträgt für die 70cl Flasche 250 Pfund. Ja, ich habe natürlich jetzt nachgeschaut, beim bekannten deutschen Händler ist die Flasche bereits im Shopsystem drin für 278 Euro. Ja, es geht schon los. 278 Euro für einen No-Age Statement Whisky von Mortlach. Von Mortlach sind wir in der Vergangenheit bereits gewöhnt, dass die zum Teil Preise aufrufen, bei denen sich die Haare kräuseln. 278 Euro für einen Nas Whisky mit 57,8%, ein paar Fässern, fancy Bildchen, es wird ja immer besser. Für mich sehen die Flaschen aus wie aus einem Comicbuch. Gefällt mir überhaupt nicht. Marketing. Ganz klar, zahle ich das? Ganz sicher nicht. Ich zahle doch nicht 250 Pfund oder 278 Euro für einen Mortlach, der kein Alter trägt, bei dem ich die Fässer kenne und weil er einfach Fassstärke hat. Ja, es ist halt immer schwierig, Nas Whisky dort den Preis, einen angemessenen Preis zu benennen. Für mich fällt er sowieso eigentlich aus, weil es kein Alter. Es gibt kein Vintage, es gibt keine Altersangabe, nichts.
Ich habe mal kurz nachgeforscht. In der Schweiz gibt es für 250 Franken, also weniger. Gäbe es noch den originalen 20-jährigen aus Ex-Sherry Casks mit 43,3%, den originalen 2018er, 20 Jahre alten Mordlach, den gäbe es noch als Alternative. Der ist nämlich gut, den habe ich schon im Glas gehabt, den finde ich sehr gut. Und dann gäbe es noch von Gordon MacPhail einen 25-jährigen mit 43%, klar, ist keine Fassstärke, aber mit 25 Jahren. Da muss ich eigentlich nicht lange überlegen, was ich kaufen würde. Klar, ich habe beim Diageo Special Release habe ich 57,8%, aber das muss ja nicht immer heißen, dass der Whisky da noch besser ist. Man kann ein bisschen spielen, mehr ist experimentierfreudiger. Bei den anderen zwei genannten Beispielen haben wir 43,3 und 43%. Das ist halt schon relativ niedrig. Aber wir haben hier wirklich gute Whiskys, die ein stolzes Alter an den Tag legen und auch dementsprechend gut sind. Den Mordlach, wie gesagt, den 20 habe ich gehabt und der GM Mordlach, der geht auch ganz gut, wenn man die Whisky-Base-Bewertungen anschaut. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt aussagekräftig, aber ein bisschen je nach Bewertungsanzahl kann man da schon etwas auslesen. Ja, der Mordlach für mich schon im Vorfeld durchgefahren, rein durch den Preis und auch durch den No-Age-Statement-Titel bei mir also schon durchgefahren. Zweite Flasche, der Talisker 11. Bei dem muss ich sagen, wir haben First Fill Ex-Bourbon und Refill Wine Season Casks. Wir haben 55,1%, wir haben 11 Jahre, wir haben einen Preis von 110 Pfund. In der deutschen Whisky-Szene bei den Händlern ist der bei 128,50 drin. Da muss man jetzt eigentlich wiederum fairerweise sagen, im Vergleich mit dem Lagavulin 12, die waren schon immer irgendwo um die 95 bis 120 Franken, tendierten die eigentlich in der Schweiz immer. Also ist der eigentlich am nächsten dran bei den Preisen, die aufgerufen werden. Klar, 128,50 € für einen 11-Jährigen ist auch hoch. Aber ich sage jetzt von der Reihe, die ich euch heute vorstelle, ist das eigentlich der als PLV-Sieger durchgeht. Talisker, grundsätzlich immer eine Bank. Ich kenne keinen schlechten Talisker. Klar, es gibt ein paar Ausreißer, die mäßig sind, aber diese fassstarken Talisker sind meistens nicht schlecht und ich finde auch die jungen, genauso wie die alten Talisker, haben absolut ihre Berechtigung. Die jungen Talisker sind jung, wild, haben wirklich schönen Rauch und meistens richtig Pfeffer hinter und die älteren wechseln dann halt von einem ungestümen Whisky in einen wirklich gesetzten, sanftrauchigen und komplexen Malt. Was natürlich auch noch gesagt werden muss, all diese fünf Abfüllungen sind alles keine Single Casks. Das ist auch nochmal ein Grund, um zu sagen, ja, dass die Preise relativ ambitioniert gesetzt sind. Auch der Talisker mit fancy Bildchen natürlich, wie alle anderen auch. Alternative bei Talisker ist immer schwierig. Talisker gibt es fast keine unabhängig abgefüllten. Und wenn, dann sind diese auch immer relativ teuer. Nächste Flasche, der Lagavulin 12, eigentlich einer meiner absoluten Favoriten, was bei den Eiler-Rauchern der Fall ist. Hier haben wir Oak-Fässer, logischerweise Refill und Virgin. 135 Pfund wird angegeben beim Presserelease, 57,3%, 12 Jahre kennen wir, den gibt es ja schon länger. In Deutschland wird der für 148,50 angeboten. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt in der Schweiz gibt es diese ab 95 bis 120 Franken waren die immer drin. Jetzt gehen die auch massiv nach oben. Ist auch schon ein Preis, wo ich sagen muss, ja, jetzt wird es langsam knapp. Die Luft wird dünn. 150 Franken, 148,50 € für einen 12-jährigen Lagavulin, kein Single Cask, einfach Fassstärke. Ja, der müsste mich dann schon wirklich massiv aus den Socken blasen, dass ich da zuschlagen würde. Alternativen, auch bei Lagavulin, sehr schwierig, weil sehr selten als unabhängige Abfüllung. Was man da noch anführen könnte, wären, ja, es gibt von diesen Classic of Isla Series gibt es auch ein paar gute Abfüllungen, die einiges weniger kosten, sind halt dann wieder nass, aber es gibt durchaus dort sehr tolle Abfüllungen, die variieren ja auch jährlich. Das wäre zum Beispiel eine Alternative.
Aber wie gesagt, Telescal Lagavulin, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Da gibt es nicht allzu viele Unabhängige, die da Fässer haben. Jetzt kommt für mich mit den letzten zwei Whiskys, das finde ich ein bisschen, ja, das ist meine persönliche Meinung, finde ich schon was ein bisschen dreist. Fangen wir mit dem Grain an, der dieses Jahr dabei ist, der Cameron Bridge mit 26 Jahren. Das ist ein Grain Whisky, da fängt es schon mal an. 56,2%. Ich als Grain-Fan sage, oh cool, Cameron Bridge kenne ich, habe ich auch ein paar Flaschen da. 26 Jahre, das ist ein anständiges Alter für ein Grain. Bei mir fangen die so ab 20 Jahren an zu schmecken und aufwärts, weit runter, ja, vielfach diese verschriebene Klebstoffnote ist nicht unberechtigt. So ab 25 Jahren aufwärts kann man bei Grain eigentlich nicht wahnsinnig viel falsch machen. Die sind dann wirklich schön mit dem Fass in Kontakt gewesen, haben schön eine Entwicklung durchgemacht und munden mir zumindest meistens immer sehr gut. Ja, 56,2% Refill Casks und für die 70 Zl Flasche gab es beim Release-Preis 250 Pfund an. 275, Entschuldigung, 275 Pfund. In Deutschland wird der für 308 Euro angeboten. Ein 26-jähriger Grain aus keinem speziellen Fass für über 300 Euro. Klar, die Preisschraube bei Grains hat auch angezogen. Finde ich jetzt aber ein bisschen extrem. Auch das ist kein Single Cask. Als Alternative habe ich nur kurz nachgeschaut bei einem Shop, bei dem ich öfters einkaufe. Da kriege ich für 340 Franken, also noch mehr, kriege aber dafür einen Vintage Whisky von 1976 mit 46 Jahren, auch ein Cameron Bridge, und zwar von The Grain Man, von Matterside Blending. Dieser Grain kratzt auf der Base bei 90 Punkten. Muss ich da überlegen? Nein. Ich persönlich muss überhaupt nichts überlegen. Wenn ich mir so etwas kaufen würde, dann den. Aber sicher nicht den Diageo Special Release, weil das PLV stimmt ja hinten und vorne nicht. Über 300 Euro für einen 26-jährigen Grain. Du kannst ins Web schauen gehen, du wirst x Alternativen finden. Ich habe auch da oben einen 30-jährigen Invergordon, der mich nicht ansatzweise 275 Pfund gekostet hat oder 308 Euro, nicht ansatzweise und der absolut genial ist. Also beim Cameron Bridge muss ich sagen, das ist schon fast ein bisschen ein dreister Preis, für das, dass es ein Grain ist, dass es kein Single Cask ist, etc. Dann zu guter Letzt noch auch eine Flasche, die mich eigentlich interessieren würde, bei der mich aber dann auch der Preis absolut abgeschreckt hat. Das ist der Kleinlich 12 Jahre. Der Kleinlich 12 Jahre wird hier mit 58,5% angegeben. Refill Casks und Ex Oloroso PX Seasoned Casks. Da wäre es jetzt interessant zu wissen, bei diesen Seasoned Casks, wie ist dort der Geschmack, die Aromen vom PX, vom Oloroso, von diesem Gemisch, ist das eher künstlich gesetzt, was ich nicht mag, oder ist es wirklich ein gesetzter, anständiger Sherry-Einfluss, der da kommt? Bei den Season Casks ist ja immer so ein bisschen die Frage, ja, wie lange wurde das gesiesen? War das nur ein paar Monate oder nur ein paar wenige Jahre, was für mich schon einen großen Unterschied macht. Ja, jetzt kommen wir zum Preis. Der Preis war beim Release 175 Pfund und in Deutschland gibt es den ab 199 Euro bis 208 habe ich ihn gesehen. 208 Euro für einen 12-jährigen Kleinlisch in Fassstärke, wiederum kein Single Cask. Das finde ich einfach absolut zu teuer. Finde ich einfach absolut zu teuer. Man vergleicht kurz der Standard 14er mit 46%, was ja eine anständige Trinkstärke ist. Den gibt es immer noch und den kriegst du in der Schweiz für 55 Franken. Jetzt stelle ich mir die Frage, was rechtfertigt denn diesen Kleinlisch dazu, dass er viermal so viel kosten soll? Ich kann es nicht beantworten. Die PX Oloroso Fässer, von denen man das Finish erhalten hat, sind teuer, klar, die sind nicht mehr so günstig wie früher. Aber was rechtfertigt denn einen viermal höheren Preis? Zudem ist ja der 14er 2 Jahre älter. Ja, ich weiß es nicht. Das soll jeder für sich selber entscheiden, ob er die heutigen Preise mitgehen möchte oder nicht. Ich diskutiere immer wieder mit Kollegen, mit YouTubern-Kollegen zusammen,
Was können wir denn machen, um das ein bisschen zu unterbinden? Ja, so wie es zurzeit ausschaut, können wir da leider gar nichts machen, weil ja die Konzerne, die machen ja meistens ihr Geld jetzt nicht direkt mit diesen Flaschen. Ob da ein bisschen Boykottieren von den Flaschen, die heute rauskommen mit diesen Preisen, ob das irgendwas bringt, ich weiß es nicht. Weil ich bin mir ziemlich sicher, auch diese Special Releases werden ziemlich, sehr, was heißt ja ziemlich, die werden sehr, sehr gut verkauft werden, trotz der zum Teil aus meiner Sicht völlig überrissenen Preise. Wir werden sehen. Es war bei vielen Abfüllungen in der letzten Zeit so, dass der Aufschrei immer groß war, aber dann die Flaschen trotzdem aus den Jobsystemen verschwunden sind, ohne mit der Wimper zu zucken. Also offensichtlich ist ein Klientel da, das die Flaschen kauft, egal was draufsteht, egal was auf dem Preisschild steht. Ja, damit müssen wir nun leben. Wir können froh sein, dass wir, oder dass ich zumindest mir damals in den letzten 10 bis 12 Jahren einen schönen Stock zusammengekauft habe. Ich kann jetzt davon zehren, aber ich bin ein bisschen, ja, es ist, die Leute tun mir leid, die jetzt in dieses Hobby einsteigen wollen und eigentlich zu einer Zeit einsteigen, bei der die Preise wirklich schon so hoch sind, dass man sich wirklich überlegen muss, ja, wo kriege ich denn überhaupt noch günstige Flaschen her? Wo kriege ich denn noch Flaschen her, die ein PLV haben, das man vertreten kann? Ich habe gerade letztens mit jemandem geschrieben, der mich genau auf solche Sachen angesprochen hat. Und ja, ich kann eigentlich nur erraten, wenn ihr was sucht, PLV-technisch, dann müsst ihr effektiv halt wirklich Recherche betreiben. Schaut die Shops durch. Wenn ihr unterwegs seid, schaut in Tabakläden rein, schaut in diverse Feinkostläden rein, schaut einfach überall rein, wo es Flaschen drin hat. Vielleicht verstecken sich dort noch ein paar Whiskys, die halt schon länger dastehen. Aber wenn das Kerngeschäft des Geschäftes selber nicht Spirituosen sind oder nicht Whisky ist oder etc., dann ist halt die Chance groß, dass da die Preise nicht nachgetragen wurden. Da findet man halt öfters mal noch ein paar schöne Schätze und vielleicht dann kurz absprechen mit einem Kollegen, der mehr Ahnung hat, kurz fragen, du, ist das irgendwie, ist das ein guter Whisky? Er ist nicht teuer, soll ich den trotzdem kaufen? Klar gibt es auch da Sachen, die halt nicht ohne Grund ewig rumstehen, aber mit ein bisschen Recherche und ein bisschen Geduld und Suchen findet man auch heute noch wirklich gute Sachen. Es kommen auch immer noch sehr viele gute Sachen raus bei den Unabhängigen. Man muss einfach die Augen aufhalten und nicht nur solchen Sachen nachrennen, die halt marketingtechnisch sich immer in den Vordergrund drängen. Mit ein bisschen Suchen, Recherche, wie gesagt, findet ihr immer noch guten Whisky zu schönen Preisen, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, die lecker sind. Von daher den Mut nicht verlieren. Wir sind im Moment in einer Zeit, wo das Luxusgut Whisky, was es ja schon immer war, halt einfach auf einem wirklich hohen Niveau vom Preis her zurzeit ist. Ja, das war mein Beitrag zum diesjährigen Diageo Special Release. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Diskutiert mit in den Kommentarspalten, was ihr von den neuen Releases haltet von Diageo oder Diageo oder wie es auch immer heißt. Es würde mich interessieren, habt ihr euch schon was vorbestellt? War, wenn, dann welche Flasche? Warum? Und ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Es freut mich wie immer. Und ja, ansonsten einen schönen Sonntag. Wir sehen uns beim nächsten Video.